Okay. Wir sind ja hier in Bremen. Haben Sie die Bremer Stadtmusikanten schon gefunden? Heute nicht, aber bei meinen früheren Terminen hier ja und natürlich auch entsprechend glückbringend die Vorderhufe berührt. Das ist schön. Micky Krause, Heidi Klum oder Oliver Welke, wen würden Sie zum Essen einladen und was würden Sie denjenigen fragen wollen? Also ich würde Oliver Welke einladen, weil der so herrlich über einen lästern kann und ich könnte mich dann revanchieren und ihn fragen, ob er eigentlich diese Gags alle selbst erfindet oder ob er jemanden hat, der sie für ihn schreibt. Wenn Sie jemandem was spenden können, wen würden Sie dann begünstigen? Also ich würde das Geld insbesondere spenden für den Hospizdienst, weil das eine tolle Arbeit ist, die die Menschen dort leisten, Sterbende zu begleiten, vor allen Dingen auch schwerkranke Kinder. Und die können wirklich jeden Euro und jeden Cent gebrauchen. Was gibt es bei Ihnen zu Weihnachten auf dem Tisch? Oh, das muss ich noch beraten mit meiner Familie. Das werden wir kurzfristig entscheiden. Auf jeden Fall was Leckeres. Wer ist Ihr persönliches Vorbild und warum? Ja, mein persönliches Vorbild, das sind sicherlich aus meiner Familie meine Eltern, sowohl mein Vater als auch meine Mutter, die haben mich großgezogen, die haben mich mitgeprägt und von denen habe ich sicherlich am meisten mitbekommen. Was gibt Ihnen Kraft für Ihre jetzige Arbeit? Zum einen von der Grundsubstanz her sicherlich mein Glauben, aber vor allen Dingen auch die Begeisterung, die in der Partei herrscht, die Freude, mit der die Mitglieder das jetzt begleiten, das macht alle Anstrengungen wett. Und wie motivieren Sie sich, wenn Sie einen Rückschlag haben? Naja, dass ich eben genau weiß, dass man auch durch schwere Zeiten muss, das habe ich selbst erlebt, auch private Rückschläge, auch berufliche Rückschläge, das gehört dazu. Und das Entscheidende ist nicht, ob man einmal hinfällt, das Entscheidende ist, ob man danach die Kraft hat, wieder aufzustehen. Was können andere Leute von Ihnen lernen? Also ich hoffe, dass ich insbesondere für viele Frauen auch eine Ermutigung bin, ihren eigenen Weg zu gehen, sich nicht klein halten zu lassen, für sich selbst zu sagen, ja, ich kann das, ich will das und ich probiere das einfach. Wie ist Ihr Führungsstil und was unterscheidet sich da von Angela Merkel? Also mein Führungsstil ist ein sehr kooperativer, das heißt, ich will im Team arbeiten. Ich brauche auch sehr viele Menschen um mich herum, mit denen ich mich austauschen kann. Also dadurch, dass ich die Gespräche führe, klärt sich für mich auch meine Meinung. Und ich glaube, von der Warte aus unterscheidet sich das gar nicht so sehr von Angela Merkel. Aber ich bin vielleicht jemand, der nach außen stärker kommuniziert, die Dinge stärker einordnet und nicht so sehr die Fakten alleine für sich sprechen lässt. Also ein bisschen besser mit Herrn Seehofer zusammenarbeiten? Ja, also ich habe mit Horst Seehofer über viele Jahre gut zusammengearbeitet in der Ministerpräsidentenkonferenz und das war ein Kollege, auf den man sich auch, wenn es hart auf hart kam, verlassen konnte. Ich hätte mir gewünscht, dass die Zusammenarbeit in den letzten Monaten generell zwischen CDU und CSU besser gewesen wäre. Warum bewerben Sie sich für den Parteivorsitz? Also ich glaube, dass ich etwas mitbringe aus meiner Parteierfahrung, habe jetzt die Partei über viele Jahre, aber auch insbesondere in den letzten Monaten sehr intensiv kennengelernt, aus meiner Regierungserfahrung über 18 Jahre und aus meiner Erfahrung, wie man Wahlkämpfe besteht, auch schwierige und sie auch gewinnt. Das zusammengenommen ist ein gutes Angebot an die Partei, von dem ich hoffe, dass die Mehrheit sich davon überzeugen lässt. Last but not least, welche biblische Geschichte gefällt Ihnen am besten? Das ist die Geschichte von vom barmherzigen Samariter. Dankeschön. Bitteschön.